Julia Anne Leischig, geboren am 14. Oktober 1970 in Köln, ist eine bekannte deutsche Redakteurin und Fernsehmoderatorin. Bekannt wurde sie durch die Fernsehserie Vermisst auf RTL von 2007 bis 2011 und später durch die Sendung Julia Leischig, bitte kontaktieren Sie auf SAT. Erste. Trotz vieler Erfolge in ihrer Karriere war Julias Leben voller Tragödien und Traurigkeit. Julia Leischig hat in ihrem Privatleben viele Höhen und Tiefen durchgemacht. Sie heiratete und bekam zwei Kinder, eine Tochter und einen Sohn. Allerdings verlief ihre Ehe nicht immer reibungslos. Julia erzählte einmal, dass sie in ihrer Ehe mit vielen Herausforderungen konfrontiert war, von Meinungsverschiedenheiten bis hin zum Druck durch Arbeit und Privatleben. Sie versucht jedoch immer, ihren Geist zu bewahren und tut ihr Bestes, um das Familienglück zu bewahren. Eine der größten Tragödien für Julia war der Verlust und die Trauer um ihre Familie. Sie erzählte einmal von den Schwierigkeiten, von Verwandten getrennt zu sein, und von dem Gefühl der Einsamkeit, wenn sie nicht immer bei ihrer Familie sein konnte. Lange Geschäftsreisen und ein voller Arbeitsplan hinderten sie daran, viel Zeit mit ihren Lieben zu verbringen. Das hinterließ bei ihr große Trauer und Sorge. Obwohl Julia Leischig in ihrem Privatleben mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen hat, ist sie weiterhin bestrebt und widmet sich weiterhin ihrer Karriere. Sie ist zu einem bekannten Gesicht im deutschen Fernsehen geworden, das vom Publikum geliebt und vertraut wird. Ihre Arbeit bereitet nicht nur vielen Familien Freude, indem sie ihnen hilft, vermisste Verwandte zu finden, sondern ist auch für sie selbst eine große Quelle der Ermutigung. Mit jedem erfolgreichen Wiedersehen hat Julia das Gefühl, dass sie dazu beigetragen hat, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Derzeit ist Julia Leischig im Alter von 53 Jahren weiterhin in der Fernsehbranche aktiv. Sie verlängerte ihren Exklusivvertrag mit SAT 1 bis 2026 und moderierte weiterhin die Sendung Julia Leischig, bitte kontaktieren Sie. Außerdem moderierte sie von Mai 2023 bis März 2024 den Podcast Julia Leischig, Spurlos, mit Michael Strasser und ab April 2024 mit Silvia Lutz. Diese Aktivitäten bestätigen nicht nur Julias Position in der Unterhaltungsbranche, sondern zeigen auch ihre Beharrlichkeit und Begeisterung für ihre Arbeit. Julia Leischig ist stets bestrebt, durch ihre Arbeit anderen Glück und Freude zu bereiten. Auch wenn ihr Privatleben voller Traurigkeit und Herausforderungen ist, bewahrt sie sich dennoch einen optimistischen Geist und strebt ständig danach. Ihre Lebensziele sind nicht nur Karriere, sondern auch der Aufbau einer glücklichen Familie und die Pflege guter Beziehungen zu Verwandten. Julia gestand einmal, dass ihre größte Freude es sei, wenn sie die Wiedervereinigung von Familien nach vielen Jahren der Trennung sehe. Fröhliche Tränen und herzliche Umarmungen sind eine große Motivation, um ihr zu helfen, alle Schwierigkeiten zu überwinden. Ihre größte Trauer ist jedoch, dass sie nicht viel Zeit mit ihrer Familie verbringen kann. Jedes Mal, wenn sie Zeuge der Familienzusammenführung wird, vermisst und liebt sie ihre Familie noch mehr. Das Leben und die Karriere von Julia Leischig waren eine inspirierende Reise der Belastbarkeit und des Mitgefühls. Obwohl sie viele Tragödien und Trauer erlebte, versuchte sie immer, anderen Freude zu bereiten. Julia ist ein Beweis für die Kraft der Liebe und Hingabe, die ihr warmes Herz nutzte, um die Herzen von Millionen zu berühren. Fans werden Julias Reise stets verfolgen und sie bei jedem Schritt unterstützen und anfeuern. Auch im Alter von 53 Jahren glänzt Julia Leischig weiterhin mit ihrer brillanten Karriere und der Liebe zu ihrer Familie und ihrem Publikum. Sie ist ein Symbol für Ausdauer und Entschlossenheit, die alle Schwierigkeiten überwunden hat, um Glück und Frieden im Leben zu finden.
Julia Leischik hat in ihrem Leben viele Ereignisse und Höhen und Tiefen durchgemacht, aber diese Erfahrungen haben sie zu einer starken und standhaften Frau gemacht. Im Alter von 53 Jahren steht Julia nicht nur vor den Herausforderungen von Ehe und Familie, sondern übernimmt auch große Verantwortung in ihrer Karriere, indem sie sich auf die herzzerreißenden Geschichten anderer einlässt, um ihnen Hoffnung und Glück zu bringen. Julia heiratete und bekam zwei Kinder, eine Tochter und einen Sohn. Ihr Eheleben hat viele Herausforderungen erlebt, von kleinen Meinungsverschiedenheiten bis hin zu großen Auseinandersetzungen. Julia und ihr Mann versuchen jedoch stets, alle Konflikte zu lösen und eine starke Beziehung aufrechtzuerhalten. Julia teilte mit, dass Liebe und Geduld der Schlüssel seien, um ihr und ihrem Mann zu helfen, alle Schwierigkeiten zu überwinden. Wenn es Meinungsverschiedenheiten gibt, sitzen sie immer zusammen, reden und finden die vernünftigste Lösung. Eines von Julias größten Zielen ist es, so viele Familien wie möglich wieder zusammenzuführen. Sie glaubt, dass es ihr helfen wird, Trost und Glück in ihrem eigenen Leben zu finden, wenn sie anderen freut. Schließlich soziale und emotionale Skills, die uns helfen, zusammenzuarbeiten und zusammenzuleben. Und jetzt gibt es mehrere Missverständnisse, die mit Schleicher im Deutschen immer passieren. Eins, worauf ich jetzt hinaus will, ist das hier oben. Also man macht meistens daraus, Faktenwissen ist nicht mehr wichtig oder Wissen überhaupt, sondern wir machen jetzt nur noch Kompetenzen oder sowas. Aber das sagt Schleicher ja gar nicht. Er sagt ja, mit dem, was man weiß, was man damit anstellen kann, dafür muss man es ja erstmal wissen. Und das ist ein ganz großer Unterschied, weil er macht es viel schwieriger, womit ich dann zur letzten These komme, weil das, was jetzt an Kompetenzen und an digitalen Medien und so weiter ist, das kommt dazu. Ist ja nicht so, dass wir das Alte nicht mehr haben und deswegen macht es das so schwierig. Ich spule mal schnell vor. Ach, das ist ein Schreibmaschineneffekt, da muss ich einmal schneller drüber spinnen. Fünfte These. Für die Moderatorin, die These hat nur zwei Folien. Wo ich gerade selber im Kopf dran hänge, ist die Frage, wie man mit dieser Herausforderung, die jetzt da sich hinter abbildet, umgeht, weil uns das auf drei Ebenen herausfordert und möglicherweise auch überfordert. Wenn wir nochmal diese Folie nehmen, dieser Kontrollverlust oder diese Bildungsziele, Emanzipation im Hinblick auf diese Sachen, die mit digitalen Medien einhergehen. Mit der These, die ich Ihnen nicht vorgestellt habe, die sagt, wir haben es auch mit einem pädagogischen Wandel zu tun. Das muss ich Ihnen aber nicht lange erzählen, weil das wissen Sie alle schon. Dass auch Schulen sich ganz jenseits von Medienfragen, von Digitalfragen, gerade ganz stark auf Ebene des Unterrichts, auch auf Ebene von Schulentwicklung, Teamarbeit und Kolleginnen und so weiter verändern. Und wenn man sich das alles zusammennimmt, dann haben wir drei Herausforderungen. Wir haben nämlich immer noch das Fachliche, Andreas Schleicher, mit dem Wissen, was wir haben, was wir damit anfangen können. Wir müssen also weiterhin auch noch lernen, wie, weiß ich nicht, Mathe funktioniert und andere Sachen. Dann haben wir die Herausforderung durch das Lernen. Wir stellen gerade in einem Maß, in dem man sich vor PISA auch nicht vorstellen konnte, Unterricht um, stellen Schulentwicklung, Schulorganisation um etc. Das passiert gleichzeitig. Und dann kommen auch diese Medienwandel hinzu, der ja, These 1, längst nicht abgeschlossen ist, sondern wo wir gerade erst so in Lektion 1 oder 2 sind. Und das Blöde ist, das passiert alles gleichzeitig. Und das kennen Sie vielleicht, dieses Bild aus dem Change Management. Das ist dieser Jogger, der eigentlich mal, weil er ganz anders aufgestellt sein müsste, sich umziehen müsste, aber er kann nicht aufhören zu laufen. Er kann ja nicht sagen, wir setzen jetzt mal die Schule aus 5 Jahre und bereiten uns darauf vor, wie die Schule dann aussehen müsste. Wir müssen auch morgen weiter Schule machen. Und das ist sehr schwierig, sich beim Laufen umzuziehen. Müssen wir aber machen. Das ist tatsächlich das, wo ich sage, das ist sehr schwierig, diese drei Kreise, die ich als letztes drauf habe, sollen keine Größenordnung darstellen, sondern nur, wie die Sachen ineinander liegen. Wir haben das Fachliche weiterhin in einer Umgebung, in der wir versuchen, das Pädagogische, das Didaktische, das Organisatorische von Schule zu ändern und rundherum ändert sich auch noch die Medienwelt ganz, ganz stark.